Es geht ab, liebe Freunde. Heute ist Ja-Mann Time. Ihr seid wieder mit Ja-Mann am Start. Heute für Muttertag Special Video extra für euch. Und ich wollte mal wissen, einfach, wie die Leute heute so drauf sind und was die halt so gemacht haben, ob die Mütter überrascht haben und so weiter. Und an der Stelle mache ich erstmal Cut. Ich würde sagen, peace out, ich bin raus. Ja, Mann, Family ist am Start. Ciao. Was geht ab, Freunde? Und zwar, wir sind direkt schon vor Ort. Meine Schwester an meiner Seite. Und ich würde mal sagen, wir fangen jetzt direkt schon mal an. Und zwar für diejenigen, die meine Schwester nicht kennen, ihr werdet die jetzt gleich kennen, ne? Und ja. Ja, Mann. Und zwar, hi, wie geht's dir? Gut, sehr, sehr gut heute. Okay. Wie geht's dir? Mir geht's auch sehr gut, super. Und allein auch für Muttertag erstmal alles Gute, herzlichen Glückwunsch zum Muttertag. I love you. Glaube ich, war ich so anstrengend? Sehr, 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 sehr. Er ist sehr, sehr anstrengend. Warum? Sehr. Warum? Ja, da gibt es viele Gründe dafür. Okay. Wenn ich die jetzt aufzähle, dann weiß ich nicht, wie es dann weiterläuft. Was war das Anstrengendste für dich, so richtig, wo du sauer auf mich warst? Oh je, du hast einfach genervt. Okay. Ich war einfach nervig. Okay. Auch so wie gut. Unter jeder Geschwister. Also, aber ja. Einerseits bin ich lieb, oder? Ja, lieb bist du, freundlich bist du, aber okay. Nervig bist du auch. Okay, gut. Hilfsbereit bin ich auch. Im guten Sinne, ja. Freut genau. Mich. Und zwar, wir haben heute Muttertag, wie du ja weißt. Ja, wie fühlst du dich? Also man fühlt sich sehr, sehr gut. Ich bin auch eine Mutter, habe 3 Kinder und bin stolz drauf. Und es ist richtig, richtig schön. Ich wünsche hier auch jeden einen angenehmen Tag zum Muttertag. Alles Liebe, alles Gute. Und da fühlt man sich einfach perfekt halt. Eine Mutter zu sein ist alles in meinen Augen. Ja. Es bedeutet mir sehr, sehr viel. Ich wünsche es wirklich jedem, die es wollen. Ja, wie soll ich sagen, ist es für dich jeden Tag Muttertag oder sollte es immer so sein oder ist es jetzt nur heute so ein besonderer Tag oder anders? Natürlich, ich meine, wenn man Mutter ist, dann ist man immer Mutter. Ja, aber ich meine jetzt es in diesem Sinne, Anfang an, es gibt ja auch Leute, die wo so denken, zum Beispiel, ey, heute ist Muttertag, ja, so da eine Verkaufsmasche. Ja, Erwartungen oder ja, kann sein, ich bin persönlich jetzt nicht so. Ja, von meinen Kindern. Meinen Kindern. Das ist von meinem Gott, Mann, süß, ja. Von meiner Tochter, ja. Andere Tochter und Sohn. Okay. Hat eine okay. Bedeutung. Hat eine Bedeutung, ja, ja. Sicher. Ja. War dein Antrag eigentlich von eben? Mein Antrag war in einer Küche, okay. Nachdem wir schon zusammengekommen sind. Ja. Kurz mal vor. Nö, nö, das ist echt eine lange Geschichte. Also ich sag mal, wegen den Bäumen da sind wir zusammengekommen. Das klingt jetzt ganz, ganz, ganz komisch, was hat aber es, mit es ist so. Was hat es mit den Bäumen zu tun? Und so, bin dreifacher Onkel. Bin dreifacher Onkel. Ja, nicht, guck mal. Ich sag, dass wir Geschwister sind. Ja, also und sehen wir uns auch eigentlich ähnlich aus? Ich weiß es zwar nicht, ich denke schon, je nachdem. Könnt ihr mal auch ruhig kommentieren, ja? Interessiert mich sehr. Erstmal alles Liebe für Muttertag. Ja, Dankeschön. Das ist für dich. Ja, ich liebe dich über alles. Ja. Ja, wird auch noch kommen. Ist extra noch bestellt. An alle Mütter da draußen. Ich wünsche euch alles Gute. I love you. Ich würde sagen, liebe Freunde, wir machen jetzt hier Schluss. Ich glaube auch noch zu irgendwie, ne? Tschüss. Ja, Mann, Family. Ciao, ciao. Was geht? Ihr wisst Bescheid. Ja, Mann, ist die Sport. Ich bin hier gerade mit Yusuf am Start. Hey, was geht ab, liebe Freunde? Ja, Mann, am Mike. Yeah, yeah, yeah. Macht euch gefasst auf jeden Fall heute. Also, wenn ich es noch schaffe oder morgen kommt das Video raus. Wird was richtig Geiles, wird ein Muttertags-Special auf jeden Fall. Ihr wisst, Haare sind on fleek, ihr seht es auf jeden Fall. Also, ich bin der Barbier, von daher. Ja. Und wie gesagt, bleibt am Ball, abonniert uns bei Insta, bei YouTube, bei Snapchat, pusht und so, weil da ohne Witz, ey. Ja, und ihr wisst, ey, wir lieben euch, ihr Geilen, ja, also macht's gut. Was geht, Alter? Ja, man ist die Sport, ihr wisst Bescheid, auf jeden Fall hier mit dem Yusuf am Start, Alter. Guckt euch das mal an, Alter, ohne Witz, geiles Wetter, oder? Was sagst du zum Wetter heute? Auf jeden Fall, Bruder, ich bin so happy, ich bin so heiß. Wetter ist richtig geil, du bist heiß, ich du bin auch, heiß, Bruder, ihr seid heiß, wir lieben euch. Muttertag, alles Gute erstmal dafür. Liebe Freunde, willkommen. Wir sind jetzt, also wir haben jetzt die nächsten Kandidaten und zwar für Muttertag.
Ich würde mir erstmal gerne mal anfangen. Ja? Ich fange mal mit der Dame an. Das ist die? Carla. Carla, freut mich, Carla. Und Zeit. Und zwar, Carla, wir haben ja heute Muttertag. Ja, genau. Und also ich habe schon meiner Mutter was geschenkt. Ja, an dieser Stelle viele Grüße. Und ich wollte mal jetzt fragen, ob du deine Mutter schon überrascht hast oder was geschenkt hast oder je nachdem. Also es ist so, dass meine Familie in München lebt. Okay. Deswegen kann ich jetzt schlecht zu ihr kommen. Ja, klar. Aber ich habe am Freitag eine Karte gekauft und kurz bevor die letzte Postleerung war, habe ich sie noch reingeschmissen. Das ist süß. Es war sehr knapp, aber ich hoffe, es kommt heute noch. Immerhin. Auf jeden Fall DHL oder? Ja. DHL. An dieser Stelle bitte Expresslieferung, bitte, ja. Und wenn nicht, dann ja, habt ihr mit mir zu tun. Nee, Scherz. Auf jeden Fall nice. Auf jeden Fall nice Aktion. Und ja, nicht schlecht. Zeit, du? Ja, allerdings meine Mutter auch nicht hier in Mannheim. Ich habe heute aber fast 3 Stunden mit ihr geskypt. Okay. Und, ja. Nice. Auf jeden Fall ganz viel zu dem Tag gratuliert und war sie sehr, sehr begeistert davon. Mhm. Und geschenkt habe ich noch nichts, aber. Kommt in Folge. Kommt noch, ja. Auf jeden Fall habe ich das vor. Okay, ja. Auf jeden Fall. Ja. Also ich find, dass Muttertag eigentlich auch so ein Tag ist, was eigentlich jeden Tag ist. Ich meine, ich weiß es nicht, vielleicht liege ich da falsch oder so, aber für mich ist halt jeden Tag Muttertag. Ich weiß nicht, ob du das auch so siehst, Carla? Ich weiß nicht, also klar, man sollte jetzt nicht nur am Muttertag seiner Mutter dankbar sein, aber klar. Ich meine, das liegt, glaube ich, an der generellen Beziehung zwischen Eltern und Kindern. Wenn die gut ist, dann ist auch am Muttertag gut. So sieht's aus. Ja, denke ich auch, auf jeden Fall. Findest du auch so? Ja, Zeit? Auf jeden Fall. Ich bin genauso. Okay. Jeden Tag ist Muttertag. Ja, Mutter ist halt das was Besonderes. Besonderes, das Wichtigste. Ja. Und Vatertag. Ja. Vatertag am, ich glaube, ich habe heute nochmal nachgeschaut, ich glaube am 20. oder am 30. Nee, am 21. glaube ich, wenn ich nicht falsch bin. Am 21. Ja. Und ja, ich meine, ey, Vatertag ist eigentlich nur so eine Sache. Muttertag ist eher wichtiger, würde ich sagen. Aber ist auch einerseits eine Verkaufsmasche, oder? Ich meine, guck mal, das ist ja so wie letztens, wie Halloween oder keine Ahnung. Es gibt so Tage, wo wir Menschen wissen, oh, okay, heute ist Halloween, jetzt muss ich irgendwas kaufen oder Weihnachten. Weil Weihnachten ist für mich was Heiliges, denke ich, oder? Ja. Und ich meine, man sollte ja auch die Menschen immer gut sein, Freude machen, beschenken oder alles Gute wünschen. Und deswegen ist eigentlich auch im Prinzip jeden Tag Weihnachten, wenn man so sieht, ja, in der Hinsicht. Oder bin ich falsch? Ja, genau, man muss so leben, als ob jeden Tag ein Feiertag wäre oder ja. Genau, das meine ich auch immer. Aber ja, die ganzen Marketing-Dinger, die Verkaufsmasche, naja, auf jeden Fall. Ja, ich würde mal sagen, was macht ihr eigentlich hier jetzt im Lindenhof Rheinterrasse? Ja, wir sind relativ spontan hier. Aha. Gestern war eine Party im Studentenwohnheim. Oh, okay. Und deswegen war heute Vormittag nicht so viel los und okay. Haben wir spontan gedacht, gehen wir nochmal raus. Es war gute Stimmung, auch wegen okay. Der Musik. Was hörst du denn so dir gerne an? Ich mag gern Disco-Funk. Okay. Was ist ein Disco-Funk? Sorry. Also ich bin da wirklich an, was Musik so angeht, eigentlich zwar aktiv, aber da sind ja so diese, einmal Trance, glaube ich. Mhm. Dann, das sind so Leute, die wo so irgendwie so machen die ganze Zeit in der Piste. Ja, so, du kennst dich bestimmt besser aus. Yeah. Ja, was ist so ein Unterschied eigentlich, das was du jetzt gemeint hast? Disco-Funk? Ja, genau. Was ist ein Funk? Ja, so, keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich weiß nur, dass es Funk heißt, das was ich halt mag. Das ist so 90er. Eigentlich müsste ich auch wissen, aber. Ja. Und wie tanzt man dafür Funk? Disco-Funk? Keine Ahnung, ich tanze einfach irgendwie da drauf. Also kannst du was rummachen? Nee, besser nicht. Okay, ich mache mit dir mit sogar, weil ich habe zwar 2 Jahre Salsa getanzt. Das finde ich voll geil. Ich bin eher so der Latino, so in die Richtung. Ja. Komme ja auch aus dem orientalischen Gegend her. Bin zwar hier geboren, aufgewachsen, die, wo wir mich kennen, die wissen ja auch alle. Und in Mannheim. Ich bin ein würdiger Monoma, ja, so wie wir das sagen. Aber auf jeden Fall, ja halt, ich find's geil, wenn man sowas halt feiert, klar, Disco-Funk oder, ja.
Und sonst, was hörst du sonst noch? Elektro-Swing mag Guck, ich. Da bin ich wieder raus. Ja. Ich mag aber alles Mögliche. Also es ist nicht so festgelegt nach Genre. Würdest du dir auch so zum Beispiel jetzt mal so pakistanische Musik anhören? Wenn es gut ist. Wenn es gut ist, schon, ja. Also, okay. Habe ich jetzt noch nicht. Oder das eine Lied von, ich glaube, Aisha. Kennt ihr das? Ich mach mal jetzt einfach mal nach. Warte. Scheiße, warte. Aisha, wie. Ey, irgendwas. Aisha, Aisha, Loco, Temor, sowas. Wisst ihr, was ich meine? Das ist so diese. Das ist einerseits Indisch, Französisch, keine Ahnung. Weißt du? Das ist eine gemischte Sprache. Ja, das ist so eine gemischte Sprache. Aber kommt aus, ich glaube aus, wenn ich mich nicht täusche, liebe Freunde, aus, oh je, ich glaube aus Pakistan, ja. Kein Scherz. Oder aus Indien. Ist da irgendwie. Das kann auch sein, ja. Ja, habt ihr nicht, das ist aber auf jeden Fall Klassik. Als DJ musst du das eigentlich wissen, weil das hat man wirklich, das war eine Zeit lang auf Number One, MTV und so Charts. Das ist so bekannt eigentlich. Ich sag's halt nur falsch, das ist was anderes, aber... Vielleicht kannst du es irgendwie nicht so singen. Ja, genau, das ist halt mein... Ich kann noch nie einen Sänger. Aber ja, also so türkisch, so, das geht schon. Ja. Vom Singen her. Man sagt, dass ich angeblich schon singen kann, aber nur wenn ich es halt... Ja, wenn ich halt angetrunken bin, um ehrlich zu sein. Das ist genauso wie, wenn ich angetrunken bin, mein Englisch ist perfekt. Wenn ich normal bin, ist mein Englisch... An meinen Englischlehrer viele Grüße, ne? Ich hab dich gern, ja. Junge, das ein Statement, Statement. Und ja, auf jeden Fall. Ansonsten, das war's von Musikrichtung her, oder wie? Nee, also, weil ich halt auch Tanz studiere, höre ich Klassik. Amadeus, 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 Amadeus. Rock'n'Roll. Rock'n'Roll, auf jeden Fall. Hip-Hop. Hip-Hop. Ja. Hip-Hop, so Lieblingsmusik? Bruno Mars. Bruno Mars, ja. Zum Beispiel, ja. Ja, okay. Nice. Und deine Zeit? Oh, Hip-Hop. Aha. Du bist DJ, da hast du einen freien Lauf auf jeden Fall, denke ich. Also aber ich bin da, ich höre alles da. Also ja? Bestimmte Lieder, das gibt's nicht, dass ich sage. Hörst okay. Alles. Aber gab's auch schon mal so ein Lied, wo du sagtest, ey, auf das habe ich jetzt gar keinen Bock. Auch wenn du als DJ dann irgendwie ja. Immer auflegen musst, ja. Dann ist es ja auch irgendwann bestimmt voll langweilig, oder? Das ist dieses Lied, Latino-Lied eigentlich, Despacito. Also. At this moment that he knew, he fucked up. Oh, das, ja. Das ist, du hast es gestern gespielt. Ich musste das spielen, die kommt jedes echt? Mal und oh, mach cool. Das bitte nochmal. Ja. Ja, Despacito. Mittlerweile kann ich es auch sogar auswendig. Also das kann ich nachmachen, das geht. Ja. Aber ja, ist schon so eine Sache, wenn irgendwas rauskommt, auf einmal hörst du jeden Tag, egal wo, im Auto, Laden, Shops, überall, ey. Ja. Ja, Insta genauso, die Leute, die posten da mit Despacito rum irgendwie. Ja. Ich zwar auch, aber... Wir hatten auch gestern ganz viele Gäste, Latino-Gäste gehabt. Okay. Ja. Das war auch der Grund, warum die das sehr gewünscht haben. Ich habe halt natürlich kleine Playlists gehabt auf Latino-Musik. Dann natürlich dieser begrenzte Auswahl, habe ich halt die wiederholt. Ist das auch eigentlich als DJ schwer, so eine Unterhaltung irgendwie zu haben? Weil es ist ja zwischen, du bist zwar DJ, aber auch ein Entertainer eigentlich, oder? Weil du musst ja halt dein Publikum irgendwie dementsprechend motivieren und dazu bringen, dass sie tanzen und oder dies und jenes halt, stelle ich mir immer vor, aber ob das schwer ist? Also es ist schon anspruchsvoll, weil du musst dich erst schon recht gut an Musik konzentrieren, weil das muss erst mal laufen und dann das andere halt. Ne? Okay, das ist aber eher langweilig, wenn zum Beispiel, ich würde sagen, wenn ich jetzt irgendwie ein Veranstalter wäre und dich dann bestellen würde, ja. Dann würde ich sagen, ey, hey, du bist DJ, du kennst dich eher besser aus. Mach, was du willst, solange die Publikum am Feiern sind. Und deswegen, das ist eigentlich das Wichtigste. Ja. Weil von Hauptberuf her, ich bin Friseur, Daumen- und Hemdfriseur. Und wenn ich da die Haare schneide und wenn der Kunde sagt, Yusuf, mach, was du willst, ich vertraue dir voll und ganz, dann mache ich die besten Haarschnitte, ja. Aber wenn einer sagt, ich will hier was, sowas und hier und dies, das, dann sage ich, ey, komm. Das ist halt immer so eine Sache. Aber du hast auch bestimmt diese Menschenkenntnisse, zum Beispiel, wenn du ihn jetzt anschaust, was würdest du so denken als so Musikstil her? Ich glaube, er hört gerne so Rapmusik. Okay. Ja.
Hip-Hop-Anlage. Okay. Ja. Ja. Also, ich sag irgendwie so, na? Cool angezogen. Ja, genau, so denken viele immer. Ja. Und ja, und bei mir so? Ich bin's auch mit Cappy, aber ich habe schon ein paar Tipps eigentlich von vornherein gesagt. Ich habe eigentlich alles gesagt, man muss nur einfach schlau sein und zuhören können. Ja, aber ja, es ist eigentlich relativ. Ja. Nee, ich höre mir eigentlich auch alles wirklich gerne an. Zum Beispiel, ich bin ein Xavier Naidoo-Fan. Auf jeden Fall an dieser Stelle viele, viele Grüße an Xavier Naidoo. Xavier, ja. Der ist der beste Deutschsänger für mich, für meine Meinung. Und kommt ja auch aus Mannheim. Ja. Der Xavier Naidoo, mhm. Söhne Mannheim. Ja, ja. Und der hat es richtig drauf. Der hat eine sehr schöne Stimme. Und jedes Mal, wenn ich ihn anhöre, kriege ich einen Gänsehaut. Und wollt ihr noch irgendwas loswerden für Muttertag so? Vielleicht an alle Mütter oder? Für alle Mütter. Auch von meiner Seite zu heute gratulieren, weil ohne Mutter gibt es halt keinen Menschen. Aha, klar. Ja. Ja. Mutter muss man schätzen. Junge, das ist ein Statement. Nice. Können wir dich auch irgendwo vielleicht sehen auf einer Plattform oder hast du schon so eine eigene Mixtape als DJ? Ich bin noch dran an meinem Instagram oder. Wenn du magst, kannst du ruhig dein Instagram. Ja, ich DJ ganz Avesta, DJ Avesta, Instagram könnt ihr danach suchen. Also liebe Freunde, genau. Auf jeden Fall bei ihm abonnieren, folgen, alles Mögliche pushen. Ich würde dich auch auf jeden Fall abonnieren. Danke. Und ja, aber auf jeden Fall, ich finde es auch klasse von euch wirklich, dass ihr mitgemacht habt. Ihr seid wirklich die Besten, ja, weil wir haben jetzt vielleicht, ja, schon locker, wie lange dafür gebraucht? Schon ein bisschen. Schon ein bisschen, ja, damit, also die Leute sind, wir haben so gemerkt, dass sie so geschlossen sind. Ja. Die sind, okay, ich verstehe die auch einerseits, weil wir hatten seit lange nicht mal irgendwie eine Sonne oder so zu sehen, ne? Immer Regen, 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 Regen. Ja, jetzt ist sie gerade da. Und jetzt ist die wieder da, nice. Ja, Peace auf jeden Fall. Und ja, vielleicht wollen die halt den Tag mal genießen und mal die Ruhe haben. Wir haben so vorhin eine getroffen, wir trinken, ja. B-I-I-E-R, ja. Und was eigentlich ja auch zum Teil gut schmeckt. Aber der war halt voll gechillt, der Typ. Wo ich den angefragt habe, ey, hätten sie da Lust, dies, das, der meint so, auf einmal knallt halt auch erstmal ein Beileid dafür. Der hat gemeint, ich habe keine Mutter mehr. Da dachte ich mir, eigentlich ist es ja noch besser, ne? Weil das ist ja auch noch interessanter. Ja, ja. Ich meine, man kann ja auch so gucken und so. Mhm. Aber ich würde dann mal sagen, wir machen Cut und bedanke mich. Gerne. Wenn es euch gefallen hat, gebt ein Like hoch, abonniert uns. Die Glocke einschalten bitte, unten rechts irgendwo muss es sein, ja. Und damit ihr immer im Laufenden bleibt, folgt uns bei Snapchat, Twitter, Facebook, Insta, YouTube vor allem. Und wollt ihr noch was sagen? Habt ihr was vor? Oh, wir wollen eigentlich noch hier vielleicht ein bisschen chillen. Dann chillen. Ja, hier im Rhein. So alles klar. Bis die Sonne untergeht. Bis die Sonne untergeht, so richtig romantisch, ne? Und peace out, wir sind raus. Ja, Mann, Family.